denn da los? Und da sind wir auch schon wieder. Jetzt gerade kamen hier die Techniker von der Halle 9 auf der Gamescom zu uns und haben auch entschieden, unseren Stream einmal kurz zu beenden für das Feeling. Und hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jayla von Summoners in Junior Cast Programm. Wir sind hier das Game G2 gegen Misfits und der wundervolle und warmherzige Kerno steht hier neben mir. Ein Glück übertreiben wir heute nicht mit Komplimenten. Ja, ich bin auch wieder mit von der Partie und wir wollen natürlich noch ein bisschen über das Spiel reden. Richtig. Heftig. Es ist unglaublich, was passiert ist. Die Leute, die gerade erst eingeschaltet haben, Misfits steht gegenüber G2 mit 2-0. Und wir haben vorher alle darüber gesprochen, dass es das G2 das heute nach Hause bringt. Sie haben einfach momentan eine bessere Performance im Allgemeinen, wenn man es mathematisch betrachtet. Aber heute sieht man es mathematisch gesehen, hat das hier heute nichts damit zu tun und Misfits ist kurz davor, das Game zu gewinnen. Was muss G2 jetzt tun? Also der Ninja muss sich ein bisschen berappeln, ich denke, Perks kam in beiden Spielen nicht ins Rollen. Im ersten kam die LeBlanc im Early nicht zum Zuge, im zweiten hat der Ryze nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Ich denke, man muss noch härter bestrafen. Du warst vorne die ganze Zeit, aber hast dich nichts getraut, mit dem Lead anzufangen, weil du die Late-Game-Comp hattest. Muss man aber auch sagen, das andere Team war nicht schwach auf der Brust. Gerade der Maisa ging optimal auf. Und hier muss man einfach sich was einfallen lassen. Man muss die Teamfights besser spielen, du musst besser draften. Ich denke, der Ryze kann funktionieren, aber dann musst du besser auf der Sidelane mit ihm was anfangen. Und das ging heute so ein bisschen schief. Ich denke, wenn sich G2 nicht ein bisschen berappelt, sehen wir gleich eine ganz schnelle Runde heute. Und ja. Misfits wirkt jetzt sehr motiviert. Jetzt haben wir es auch gerade nochmal gesehen, haben sie nochmal hier Handshake gegeben und nochmal beraten. Wie sieht die Stimmung bei G2 nach deiner Meinung nach aus? G2 wird jetzt ein bisschen geknickt sein. Ich glaube, sie sind auch mit einer anderen Haltung in das Spiel gegangen, als sie jetzt vor sich haben. Sie haben jetzt quasi drei Matchballspiele gegen sich, müssen drei Spiele hintereinander gewinnen, ohne Pause. Und das ist eine Mammutaufgabe gegen ein Team wie Misfits, die heute komplett overperformen und wieder stark dabei sind. Also sie wollen heute ins Halbfinale und sie davon zu stoppen, wird eine starke Aufgabe, aber vielleicht schaffen sie es. Was bedeutet das für G2, wenn sie heute wirklich verlieren? Wenn G2 heute verliert, ist das ein Knick, denn sie sind, denke ich, schon davon ausgegangen, dass sie ins Halbfinale einziehen und dort dann gegen Fnatic spielen würden. Fnatic, ja auch so ein Gegner, gegen den G2 schon, glaube ich, einmal den Split gewonnen hat. G2 hat immer wieder eine solide Leistung gezeigt, konnte snowballen, aber es hat nicht so geklappt heute. Ich bin mal gespannt, ob sie im dritten Spiel es schaffen, diesen Snowball wieder aufrechtzuerhalten oder ob sie wieder so einbrechen. Bist du der Meinung, dass G2 in den zwei Games Misfits einfach komplett unterschätzt hat? Ich kann mir jetzt im ersten Spiel so ein bisschen vorstellen, Misfits natürlich kein schwaches Team. Man hat ja gerade am Anfang vom Summer Split gesehen, wie stark sie spielen können. Sie haben dann geschwächelt, haben quasi 6 Spiele hintereinander verloren. Dazwischen hat man gegen H2K gewonnen. Aber es war immer ein Krampf. Und dass man sich jetzt hier so stark zurückmeldet, ist eine komplette Ansage. Also ja, es kann sein, dass man sie unterschätzt hat, aber daran wird es heute nicht liegen, sondern man ist einfach schwächer. Man ist schwächer bisher gewesen als Misfits, die gerade dieses Spiel komplett gedreht haben. Und das hat, glaube ich, keiner so erwarten können. Sie waren halt um einiges, die Ninjas waren generell G2, um einiges vorsichtiger im zweiten Game. Das haben wir vor allem im Early Game gesehen und es gab ja die Situation, dass sie wirklich nach vorne kamen. Ja. Aber es hat halt irgendwie nicht gereicht. Lag es wirklich an den Teamkompositionen? Ich denke nicht. Also ich fand beide Drafts okay, man hat sie nur nicht optimal ausgespielt. Am Anfang wolltest du im Early Game und ins Ultra Late kommen, aber du kamst nicht ins Ultra Late und im Early Game hast du verloren. Und im zweiten Spiel warst du im Late ein bisschen stärker als die anderen, aber hast deine Champions, die du hattest, nicht optimal genutzt. Du hast dich engagen lassen, die anderen haben die Picks gelandet und dann war es vorbei. Es war halt super witzig im zweiten Game, dass einfach ein Early-Game-Combo einfach im Late-Game gewinnt. Das sieht man nicht oft und da war es vielleicht manchmal ein bisschen unglücklich. Wir haben ja auch den Sion gesehen und glaubst du, das war der richtige Pick und war die richtige Entscheidung oder was glaubst du, wird man jetzt anders? Ich denke, Sion ist ein starker Tank, der hier durchaus Sinn gemacht hat, gerade jetzt auf dem Patch. Er bekommt eben noch mehr Leben dazu und er ist trotzdem zu schnell geschmolzen, weil er, denke ich, zu schnell engaged hat und das Backup fehlt. Das heißt, man hatte so Zeit, 2-3 Sekunden auf den Sion einzukloppen und dann war er tot. Und ich glaube, das würde ja auf jedem Tank passieren, außer vielleicht ist Mundo da noch eine kleinere Ausnahme. Mundo durchaus auch noch einen Pick wert, sehen wir vielleicht noch. Aber jetzt muss sich G2 auf jeden Fall steigern. Und ob sie jetzt steigern werden, werden wir jetzt sehen nach der Pick- und Bann-Phase. Ich gebe rüber an Penny und Kernus in der Caster-Ecke. Viel Spaß! Ja, damit übernehmen wir das Ganze wieder. Kernus stößt jetzt auch gleich dazu. Der ist er auch schon. Ja, und was sehen wir bei Misfits? Wir sehen tatsächlich, dass G2 sich wieder für, oder Misfits, einer von beiden, sich für die gleiche Seite entschieden haben. Also Misfits wollte hier wohl wieder Red Side spielen.
Und haben hier dann gleich wieder Akali und Heimerdinger und Olaf ausgenommen. Ja, man hat so ein jetzt bisschen den Standardband von ihnen. Richtig, aber man hat jetzt endlich den Shogard gebannt und ich glaube, das ist höchste Zeit. Der hat einfach in zwei Games ultra gut funktioniert. Aber da ist gleich die Antwort von Misfits. Also, man hat Varus gepickt. Ist er jemand, der zwar auch im Early schon funktionieren kann, er kann auch auf Lethality theoretisch gebaut werden, aber eigentlich eher jemand, der ja doch ein bisschen länger scalen möchte und auf der anderen Seite Draven. Also man will hier einfach komplett all-in gehen auf dieser Botlane. Ja. Alistar kann so ein bisschen dagegen ansteuern. Draven hat ja das Problem, dass er nicht ganz so mobil ist. Man sichert sich hier auch noch den Sign dazu. Ist halt aktuell ein super starker Pick. Ich denke, hat hier auch definitiv seine Berechtigung. Cho'Gath ist jetzt auch raus, also da so ein kleiner Bullyback. Ja, du hast jetzt, denke ich, bei G2 endlich auch so ein Engage gefürst. Also du gehst jetzt hier auf eine All-In-Comp so ein bisschen auf der Botlane. Gegen Draven macht es Sinn. Der Alistar, den hätte ich mir ehrlich gesagt auch ein bisschen früher gewünscht. Jetzt sehen wir ihn und er einfach bärenstark. Und jetzt haben wir hier vielleicht den Mundo. Und das, ja, jetzt haben wir auch den Mundo bei Misfits. Und Misfits findet immer die Antwort. Also jetzt hast du hier zwei solide Tanks und du hast Mundo eben in Teamfights länger überleben können, weil er sich eben hochheilt. Und Zion hat vielleicht mehr Leben, aber im Endeffekt platzt der, wir haben es gerade gesehen, manchmal zu schnell. Das Problem bei Mundo ist halt, mittlerweile hat er echt ein schwaches Early Game. Also ihm haben so ein bisschen wieder die Damage-Nerfs geholfen, nachdem er halt immer weiter im Early Game genervt wurde. Aber ja, im Late Game ist er definitiv ein starker Tank. Ich bin halt gespannt, wie sie ihn hier ausspielen können, weil Mundo halt in den letzten Tagen und Spielwochen halt nach dem 8.15 da so ein bisschen rausgefallen ist. Aber vielleicht kann er hier wieder eine Antwort werden, auch durch diese Damage-Nerfs. Du hattest es gesagt, im Late Game definitiv eine solide Frontline, hat dann eine ähnliche Funktion wie Sion, hält ein bisschen mehr aus, auf der anderen Seite hat Sion halt noch seine Passive, das muss man auch immer noch bedenken. Ich bin gespannt, was man jetzt hier in der zweiten Rotation rausnimmt, okay. Ja, wir sehen, Sejuani wurde rausgebannt, das ist, denke ich, ein vernünftiger Bann, weil der Pick im Jungle ging gerade eine ganze Zeit auf. Im späteren Spielverlauf nicht mehr ganz, aber das lag mehr an der Teamleistung an sich. Und Schwanne auf der anderen Seite ebenfalls, man hat noch keinen Jungler bei Misfits und Schwanne einfach ein sehr beliebter Jungler von den Hoppelhops. Und heute eben ohne Trundle unterwegs, darum bannt man ihn jetzt hier raus. Skarner ebenfalls draußen. Finde ich interessant, also man geht auch davon aus, anscheinend, dass G2 diesen Skarner spielen kann. Ja, ist halt eine super gute Option gegen Draven, der halt wieder super immobil ist. Und der müsste sich dann auch ein QSS kaufen. Kauft er sich sowieso sehr, sehr häufig, aber ist halt trotzdem eine Option, die du hier nicht riskieren möchtest. Also vom Engage der G2 aber gerade vorne. Also du hast mit Zion, Varus und Alistar dreimal ein Hard Engage. Dazu der Varus, das ist so ein schleichender Engage, der ihm darauf folgen kann. Und dann ist ein Draven ganz schnell angeschneuzt. Er muss jetzt zeigen, dass er hier mit einer QSS und hinten stehen kann. Im 1 gegen 1, beziehungsweise auch im 2 gegen 2. Im Anfang des Spiels, denke ich, wird er am Drücker sein. Aber man kann ihn hart bestrafen. Und Poppy wird dazu gepickt. Ja, ist halt ein richtig guter Engage gegen Alistar. Eine richtig gute Möglichkeit, um gegen den Alistar-Engage vorzugehen. Und auf der anderen Seite Nocturne. Also man geht hier all in gerade. Wenn man Nocturne pickt, dann geht man hier, setzt man alles auf eine Karte, um hier frühzeitig den Draven rauszunehmen. Ja. Und Nocturne durchaus eine Option. Auch im Early Game, gerade auf Level 2 schon, kann er stark traden. Ich denke, wir werden hier in Level 2 keinen Pick sehen. Aber dazu noch der Ryze. Und Ryze hat gerade nicht perfekt auf Perks funktioniert. Ich denke aber, man kann das besser spielen. Also er hat es ja nicht schlecht gespielt, er hat sich dann später einfach im Late Game den ein oder anderen Misplay erlaubt und hat dann auch in den Teamfights einfach nicht davon profitiert, dass sie halt schlechte Engages nur gesucht haben, beziehungsweise gesucht haben sie vermutlich einen guten Engage, aber gefunden haben sie immer nur einen schlechten Engage. Da kommt wieder der Mesa. Und da wäre halt wieder die Mesa Ultimate. Also das ist ja fast, bis auf dass sie diesmal Cho'Gath nicht haben, eine fast die gleiche Comp. Also sie haben den Ace hier ausgetauscht und Cho'Gath. Na, und den Jungle auch. Ich glaube, der Alistar kann hier aber tatsächlich den Unterschied machen. Also, wenn Alistar einmal reingesprungen kommt, aber wenn, halt Poppy. Nicht da, wenn Poppy nicht da ist, am Anfang des Spiels, du Draven rausnehmen kannst, Varus feeden kannst, dann hast du den Schaden gegen die Tanks. Aber das ist hätte natürlich, ne? Ein bisschen Zukunftsmusik. Das wird richtig schwer. Ich denke, man muss hier schauen, dass man den Varus in Führung kriegt. Und dann könnte man darauf ausbauen. Du hast den Nocturne, du hast die Mobilität dafür und du kannst eben wirklich auch mit der Ryze Ultimate arbeiten. Zion kann auf der Toplane gegen Mundo spielen und du gehst auf zu viert runter. Und das ist, denke ich, hier eine Win-Condition von den Ninjas. Ja, eben, genau. Das wurde jetzt hier auch gerade erwähnt. Draven kann halt Alistar canceln. Das musst du auch immer noch bedenken. Ja, aber wenn du zu viert runtergehst, dann nicht. Aber im zweiten. Ja, aber wenn du zu viert runtergehst, ist in der Regel auch eine Poppy da. Also ich stelle mir halt das Botlane-Matchup echt schwierig vor. Hier jetzt. Weil Hansam halt auch so gut auf Draven umgehen kann. Ich kann mir sogar vorstellen, dass. Ja, so weit kann man in den Predictions nicht gehen, dass man schon First Blood callt. Aber, also, wenn Misfits das zeigt, was sie in den letzten beiden Spielen gezeigt hat, und G2 das zeigt, was sie in den letzten beiden Spielen gezeigt hat, gebe ich das Spiel hier an Misfits.
Ich stimme da vollkommen zu. Misfits hier mit der solideren Leistung bisher. Not really. I mean, Draven is a handsome staple. I also don't think it matters if you just fix your mistakes from the second game, it should be free. All right, last question. You're down 0-2, have to do the reverse sweep. How is the mentality on the boys on stage? I mean, again, it's pretty fine because the second game, we should have won. It's just us throwing the game and giving them the game to Misfits on a silver platter. So if you just play our game, at least this game should be free and then the next one's too. All right, we'll find out. Best of luck in game 3. Back up with you guys at the desk. Ja, gut. Der gute Grabs ist auf jeden Fall sehr, sehr confident. Er hat gesagt, wenn wir das Spiel jetzt richtig spielen, ist es free und das nächste dann auch. Und das, ja, letzte Spiel hätten sie eigentlich auch gewinnen müssen. Bei der letzten Aussage, also das mit dem, das letzte Spiel hätten sie gewinnen müssen, gebe ich ihm definitiv recht. Also hätten sie das einfach deutlich besser gespielt, auch einen besseren Engage immer wieder gesucht und gefunden, dann wäre das Spiel anders ausgegangen. Aber im Endeffekt hat halt Misfits einiges dagegen zu setzen, auch auf taktischer Ebene, ja, was das Makro angeht. Und ja, darauf kommt es im Endeffekt an. Champion Selection ist immer so die eine Sache, aber wir sehen halt bisher hier echt gute adaptive Antworten von Misfits. Und ja, was das Makro angeht, konnten sie bisher auch besser performen. Genau, dazu hast du eben Alfari einen starken Pick gegeben. Mundo, er mag es auf Mundo zu spielen, hat er bisher mehr als gute Leistungen zeigen können. Ja. Und das macht mir ein bisschen Sorgen. Alfari, für mich bisher der Starspieler in den beiden Partien, weil er immer der Schlüsselspieler war. Also durch seine Pressure auf der Top-Sane, Bot-Sane, ja, durch den Split-Push hat er eine Menge gerissen. Natürlich durch das Team. Das Team hat immer Rotations gewagt und dadurch hat man als Team gewonnen. Aber Alfari sticht in meinen Augen ein bisschen voraus. Und er oder durch Wanda. Wie bitte? Oder durch Wanda, weil er ihn einfach gefeedet hat. Ja, trotzdem ist es immer so ein Geben und Nehmen. Also ja, wenn Alfari muss diese Fehler natürlich auch bestrafen, konnte ja das immer richtig einschätzen. Demzufolge schlechter Playoff bei Wanda, guter Play bei Alfari. Es gleicht sich ja immer so ein bisschen aus. Da hast du recht, das stimmt. Aber Wanda hat ihn halt auch da schon so ein bisschen in Szene gesetzt. Aber da gebe ich dir natürlich recht. Was mein Problem ist mit dem Mundo halt aktuell auf dem Patch ist, dass ihm ja so ein bisschen... Man hat halt die Ultimate nicht genervt, aber dafür hat man alles andere drumherum genervt. Ja. Und damit hat man ihn irgendwie so eindimensional gelassen, beziehungsweise noch eindimensionaler gemacht, als er sowieso schon war. Schaden ist da halt runtergegangen aus Sustain über die Axt. Die Frage ist hier halt wirklich, ob man ihn im Early Game bestrafen kann oder nicht, weil im Early Game, gerade wenn du ein frühes Flash forst, ist er sehr, sehr angreifbar. Also richtig. Da bin ich gespannt. Jetzt versucht man erstmal auf der Botlane hier zu engagen. Das ist halt genau das, was ich angesprochen habe. Sie werden halt direkt für Early Game Pressure gehen, versuchen dann natürlich so früh wie möglich Druck in diese Botlane reinzubringen. Perks kommt von hinten, aber man will diesen ersten Kill auf Fadi und das wird das First Blood für Hansama. Level 2 Dive quasi. Level 2 Tower Dive. Also so stark gespielt von Misfits. Was ist das für eine unglaubliche Leistung von denen? Vor allem auf G2-Seiten wusstest du es. Du hattest ein Ward, ja, du wusstest, Poppy kommt von hinten, aber du ziehst dich nicht zurück. Du warst Level 1. Du hast es halt auch unterschätzt. Du hast halt gehofft, dass das DP irgendwie ausreicht, dann noch von Ryze da was zu retten. Aber du hast gar nicht, du rechnest da gar nicht mit. Aber du siehst doch den Ward. Du siehst die Poppy. Ja, aber nicht, dass sie so durchziehen. Du hast die haben ja fast bis zum Nexus gestalkt. Das war mega stark. Sorry. Misfits einfach am Drücker. Und jetzt hat man ja auch die Botlane schon wieder nach vorne gebracht. Draven mit dem First Blood und Hansama. Auch so eine solide Leistung. Er ist auch einer der Spieler, die heute bisher rausgekommen sind. Schau mal, Janen versucht hier sogar noch irgendwie da Vadi zu beschützen. Weil sie halt gehofft haben, der Perks-TP reicht aus. Aber dann kommt halt noch Sandcox-TP. Perks kann überhaupt nichts mehr machen. Also das ist ja genau das, was ich angesprochen habe. Die werden so aggressiv auf dieser Botlane da spielen. Die werden... Hätte ich es mal lieber gecallt. Ich wollte das First Blood für Hansama callen. Da habe ich noch gesagt, nee, ich halte mich da lieber zurück. Aber es ist einfach genauso passiert. Und das ist mega gut von Misfits. Also ja, also besser kann es nicht laufen. Du hättest in der Vergangenheit, also in der Zukunft, du hast gesagt, ein bisschen schwierig zu spielen gewesen, aber du hattest dann trotzdem den Engage-Möglichkeit. Und jetzt hast du einen Draven, der vorne ist. Und der wird jetzt so durchrasieren da unten. Der hat jetzt den Schaden und der macht ja schon ohne Item Schaden. Also, das Top-Lane sehen wir jetzt auch gerade. Wanda wird da schon wieder auseinandergenommen. Wow. Wenn das jetzt auch nur das First Blood gewesen wäre. Aber Alfari gewinnt Mundo das Early Game gegen einen Wanda auf Zion. Zion natürlich, also auch er braucht eine Zeit. Ne? Aber du hast es doch auch gerade gesagt. Mundo braucht Zeit. Schaden wurde runtergenommen. Also er hat halt trotzdem... Ja, das Gute ist halt gegen Tanks immer noch. Alter Schwede. Dass diese Axt halt... trotzdem viel Schaden macht, auch gegen Leute, die extrem viel HP haben. Und da kann er ihn dann schon, wenn Wanda das wieder nicht so gut spielt, zu nah rangeht und sich halt nicht auf seinen Slow und seinen Knockup beruft, kann er da schon echt bestraft werden. Also,
Alfari spielt es hier einfach mega gut. Ja. Schon Alfari wieder. Hat damit die Top-Lane. Er muss nicht mal seinen Teleport nutzen. Er läuft jetzt auf die Lane, hat damit weiterhin den TP-Druck, um auf der Bot-Side vielleicht noch einen Play rauszuhauen. Und mit einer Poppy hast du auch die Möglichkeit, weil die ultet und auf einmal hast du eine Überzahlsituation, weil einfach zwei Leute fehlen. Man muss ja bedenken, du hast damit den Nocturne Engage halt echt hart rausgekautert, weil wenn sie einfach die ganze Zeit Banzama bleibt, er kann halt nicht drauf ulten. Richtig. Also, das ist eine ganz bittere Pille hier für G2. Ja. Und der Coach, gerade noch sehr confident, und ich glaube, das gibt ihm jetzt seinen paar Sorgen vielleicht. Also es ist halt nur ein Kill bisher, aber es ist schon echt schmerzhaft für die Lane. Vor allem, goldtechnisch sind es fast 1000. Ja, die Frage ist hier, kann Jankos da in den Lane gehen? Dazu muss man erstmal Mickey X rausdrängen. Ja, sie gehen hier halt echt aggressiv rein. Die Frage ist, wie viel Damage kann er zusammen da machen? Und der Schaden und kommt Maxor hier dazu? Maxor, komm nochmal das Ziel ran und das war's für Waddit! Wie das so ein guter Countergang von Maxlor! Also das Timing stimmt hier einfach. Maxlor outjungelt in dem Spiel Jankos gnadenlos und die Poppy im Jungle geht hier auf. Ja, komplett. Also vor allem jetzt versucht der Jankos irgendwie da irgendwas zu forcen. Er wird schon wieder gestunt. Das ist der nächste Kill für Hanzama. Also das riecht hier ja fast schon nach Tilt. Also, ich sehe gleich einen großen FF-Button bei den Spielern, wenn das so weitergeht. Oh, das ist halt... Also, G2 weiß nicht mehr, was sie tun sollen. Auf Level 5. Sie werden komplett auseinandergenommen. Du wirst von deinem Turm weggesucht auf Level 5. Ich glaube, Maxo macht sich schon wieder bereit. Die wollen dir gleich wieder tauschen. Teleport geht raus vom Mund. Die nehmen ihn komplett auseinander. Jetzt muss man aufpassen. Ein Zama wird hier mitgenommen. Aber das war's schon wieder für die Botlane von G2. Der nächste Kill für was ist denn los mit Misfits? Ich weiß es nicht. Aber das ist gerade ein ganz anderes Niveau als in den Spielen davor. Und vor allem ein ganz anderes Niveau als G2 hier heute. Das ist eine Deklassierung fast schon. 2000 Gold vorne in der 7. Minute. Und davon liegt das meiste auf dem ADC. Der hat jetzt doppelt so viel Gold wie Varus. Vor allem, wie soll Nocturne sich davon erholen? Wo will er denn ganken? Ja, Leute, ich komm mal Bot den ganken. Okay, ich habe reingeholtet. Oh, Draven two-shottet mich. Sorry, gut gelaufen. War ein Versuch wert. Also, ganz starke Maxlor-Performance. Ja, Maxlor ist immer wieder zur Stelle. Wir haben auch darüber gesprochen, dass Munde eben noch Teleport hat. Und der hat hier gnadenlos eingesetzt für den Dive. Ist nur noch eine Frage der Zeit, bis man sich jetzt hier den Vor allem, wie konsequent sie diese Botlane einfach spielen. Man muss mal schauen, Hanzam hat hier kaum noch Mana. War ein bisschen greedy auch dafür, dass er gestorben ist. Shutter und Chuchu und Weh. Aber sie wollen halt einfach nur Kills. Sie wollen halt einfach diese Early-Game-Com so krass ausspielen und diesen Nocturne einfach zurückwerfen. Und es gibt Hanzama auch immer so viel Bonus. Ja. Also natürlich hat er nicht so viele Stacks, weil er die ganze Zeit abbummelt. Aber das ist eben Gold. Und der Turm hier wird auch nicht mehr lange stehen. Also ist ärgerlich halt echt, dass Hanzama hier noch gestorben ist. Ja. Aber ist halt... Aber er hat davor einen Kill bekommen. Also... Es ist komplett zu verkraften. Ja. Und Alfari mit Level 6 eben mit der Ulti überlebt er das eben auch nochmal. Es ist... Vor allem, Maxlor steht 3-0. Der hat so eine Jungle-Advantage. Das ist unglaublich. Ja, und diese Hasen, die ziehen hier gerade den Ninja aus. Komplett? Unglaublich. Ich glaube, ich gucke nicht richtig. 2500 Gold vorne in der 9. Minute. Und das auf dem ADC, auf einem Draven, der eben einer der ADCs ist, die komplett durchsnowballen, ab Level 1 quasi. Wenn sie einmal also vorne sind, halt ganz schwierig. 1600 Gold, das ist... Wie willst du die Lane von Seiten die Tour noch spielen? Du kannst nichts machen. Du kannst später hoffen, dass Nocturne vorbeikommt, irgendwie dir hilft, aber du musst immer Maxlor bedenken. Wenn Maxlor einmal dazukommt, ist das gelaufen für dich, jeder einzelne Fight. Es liegt jetzt wirklich an Jankos. Und Maxlor, schau dir das an, der geht in den gegnerischen Jungle rein, der macht jetzt, was er will, weil er so weit vorne ist. Pressure aus der Midlane, Maisai kommt also dazu, das bedeutet, du kannst jetzt deinen Vaden gehen. Nocturne ist jetzt und sie roamt schon wieder auf die Botlane. Ja, Maisaha hat Teleport zur Verfügung. Das heißt, diesmal könnte er dazu kommen und dann ist das auch der Turm. Ich kann mir vorstellen, dass es genau in die Richtung geht. Ja. Wird jetzt für den nächsten Dive gehen. Nocturne ist aber diesmal in den Startlöchern, ist Level 6, also man hat jetzt noch Respekt. Ja, aber Poppy ist theoretisch noch da mit dem W. Kann man jederzeit blocken, aber sie wollen halt einfach nur die Pressure da auf der Botlane. Sie wollen G2 jede Möglichkeit nehmen, die Wave rauszupushen, damit Misfits hier auch so schnell wie möglich den ersten Turm bekommt. Und ein Fehler von G2 und das war's. Die werden dann wieder getowerdived. Also, es wird ganz schwierig, hier zurückzukommen. Jankos, es liegt meiner Meinung nach wirklich an Jankos. Wenn er es schafft, hier nochmal einen Kill zu holen. Aber wir sehen es eben, Maxlor, der jungelt nicht mehr, der bleibt einfach da unten. Und da ist eben auch der First Platturm, den willst du haben. Und Jankos, der jungelt ihm auch nicht mehr, weil er auch die ganze Zeit denkt, fuck, ich muss auf der Botlane stehen. Und die Jungler kommt zu wenig, aber der Druck eben auf Misfits Seiten, ihn bringt das also viel mehr. Teleport hier von Perks jetzt auch draus. Das heißt, du hast jetzt auch einen TP-Vorteil in der Midlane.
Ja, vor allem das größte Problem ist halt, dass Nocturne erst zwar leveltechnisch ein Level voraus, aber er hat trotzdem nicht wirklich Pressure. Also er muss überall aufpassen, dass er nicht von Maxlore gecatcht wird. Maxlore ist itemtechnisch schon ziemlich weit vorne. Ich will nicht wissen, wie viel Gold er jetzt noch dabei hat. Du kannst einfach auch niemanden so töten. Also nee. Toplane ein Farigang macht gar keinen Sinn. Die Mitte ist schwierig. Jetzt zieht er Midlane Gang, Perks flasht das aber gut. Aber es ist halt, es ist die Gefahr, ne? Wenn Senkax da eine Ultimate durchdrückt, noch hat Perks keine Quecksilberschärfe, dann kauft er sich auch als erstes. Und, ja, also Hansama wird gleich mit dem Gold zum Mond starten. Vor allem können sie sich komplett frei bewegen, sie können jetzt das Spiel gestalten, wie sie wollen. Also er hat halt immer noch, er hat 2400 Gold mehr, das ist fast ein komplettes Item und das in Minute 11. Also das mir fehlen die Worte. Und Maxlore so immer wieder um die Botlane herum, um aber halt wirklich zu verhindern, dass Jankos da irgendwas noch tun kann. Genau das sie pushen weiter. Machen. Man holt jetzt den Herold, aber das ist... Also, du verlierst dir gerade eine Menge Zeit bei Jankos. Du bist im Early stark, du willst irgendwas dafür rausholen, weil du siehst gerade nicht, was du machen sollst, denke ich. Auf der Joplane muss man jetzt allerdings aufpassen. Also, so langsam wird das ganze Matchup, dass Alfari da die ganze Zeit alleine gelassen wird, sehr, sehr... Ja, schwierig werden für ihn. Aber er hat eine Stopwatch. Ja, das stimmt, aber die hat er auch nicht ewig. Nee, wieso? Er hat doch keine Stopwatch. Ah, doch, er hat eine neben der Dory Shield. Man wird jetzt den Toplane-Turm verlieren, aber das ist. Und das ist es halt. Es ist halt, für die Toplane ist es halt super unangenehm, weil Alfari kann sich da nicht wirklich durchsetzen. Ja, Alfari muss sich aber diesmal nicht durchsetzen. Diesmal gehen eben alle Ressourcen zu Draven und das ist eben das Wichtige. Natürlich braucht Alfari ein bisschen Gold. Aber du hast halt jetzt auch den Speedpush rausgenommen. Ja, genau, aber das brauchst du nicht zwingend. Also. Du hast eben einen Wanda gegen dich auf einem Zion, der wird den Splitpush auch. Nee, ich meine jetzt für Misfits. Weil jetzt ist der Turm weg, jetzt müssen sie super deep gehen. Jetzt können sie sich selber nicht zu einem Turm zurückberufen. Das heißt, wenn sie jetzt Botlane pushen, aber ist unangenehm für sie. Sie gehen jetzt gerade für den Lanes up, wollen sich den nächsten Tier-1-Turm holen. Das wird auch relativ schnell, denke ich. Ja, aber da stehen sie halt jetzt echt deep. Ja, genau. Sie stehen da so ein bisschen blank. Poppy wird, denke ich, aber sich als Hochjungle wird dabei sein. Und du hast eben den Teleport noch auf Maisaha. Also... Den Fight auf der Topside gegen die Botlane, gegen diese mächtige Botlane, willst du gerade nicht nehmen. Du willst es hinauszögern. Das Problem ist, Misfits erzwingt das gerade. Oh, jetzt muss Alfari hier aufpassen. Oh. Ja. Jetzt wird er vermutlich getowerdive werden. Das war's für ihn. Raus, er ist viel zu weich. Zieht zwar die Stopwatch. TP kommt hier auch noch raus. Aber da ist die Nocturne Ultimate, um ihn in sich zu nehmen. Jetzt bricht hier der Teamfight aus. Aber Maxlore ist wieder zur Stelle. Perks jetzt ebenfalls in Gefahr. Die Frage ist, kommt man da nochmal ran? Währenddessen nimmt sich Hansama einfach um die Turm. Und das war kein guter Dive von G2. Eine bärenstarke Stopwatch hier. Dann die Ultimate. Du kriegst ihn nicht tot, also eben hier schon die Stärke von Mundo zu sehen und er hat die Zeit erkauft, die man gebraucht hat. Jankos hat es versucht mit der Ulti, springt rein, aber er wird halt einfach gewone-shottet, auch wenn Draven nicht mal da ist. Ja. Man stellt sich mal vor, Draven ist da, ein Auto-Tech und du platzt. Also das ist hier gleich der nächste Tower-Dive, man nimmt sich da Perks, Maxlore zur Stelle. Wow. Also Misfits. Die machen das so gut, Maxlore nimmt gerade sein ganzes Team im Rucksack mit, Hansama genauso. Ich also weiß nicht, die Synergie Jungle gespielt zwischen hat. Jungle und Botlane ist insane hier gerade. Ja. Wirklich. Also in dem Spiel, man kann nur noch von einem Stomp reden. Ja. G2 hier gerade ohne Chancen. Und ich weiß auch nicht, wie sie hier zurückkommen sollen. Du hast mit dem Draven eben einen der Snowball-stärksten Early-Game-Carries dabei. Und der Split pusht gerade alleine auf der Top-Lane. Du hattest keine Waffe, da was dran zu ändern. Die Türme, die sind alle gefallen. Und hier sehen wir nochmal den Fight. Alfari, halt, Alfari hat da noch die Stopwatch. Ja. Dann kannst du nicht mehr viel gegen ihn tun. Gut. Ultimate bringt halt auch nicht so viel. Nocturne auch ohne Schaden unbedingt bekommen. Und aber du divest halt. Du divest Leute und du kriegst sie nicht tot. Also gerade du hast Glück, dass da nur einer stirbt gerade. Ja. Gerade gegen den Braum kannst du halt nicht so viel tun, wenn du erstmal drin bist mit Nocturne, das Special Shield auch raus ist. Also da hätte man... 500 Gold. Also und das in Minute 14. Das ist schlimmer als jeder 10.000 Gold Vorsprung nach 30 Minuten. Ja, also 6k in der 14 Minute ist halt unglaublich viel. Naja, 5,5, aber das ist so schrecklich gerade für G2. Weil sie halt auch, die haben nirgendwo wirklich Pressure. Sie haben sich technisch nichts anzusagen gerade. Der Toplane ist natürlich so ein kleines Problem jetzt hier für Hansama. Er kann nicht wirklich rauspushen die ganze Zeit, beziehungsweise er hat halt einen echt langen Weg. Dadurch, dass sie so früh den Toplane-Turm verloren haben, ist immer noch ein kleines Ärgernis. Aber Alfari muss jetzt halt auch aufpassen, also das muss man immer noch bedenken.
Die nächste Aktion da unterm Turm, wo dann vielleicht mal Misfits nicht zur Stelle ist, wird gefährlich. Ja. Andererseits, sie sind halt auch so weit schon hinten auf Seite. Du kannst es dir aber nicht erlauben, auf Alfari so zu engagieren. Du brauchst zu lange. Er hat jetzt keine Stopwatch mehr, er hat jetzt sein erstes Item fertig. Aber er baut ihm diese Tankiness auf. Und einen Tank zu fokussen, wenn du so viele brandgefährliche Damage-Dealer hast, was willst du für Ressourcen einsetzen? Du brauchst mindestens 2-3 Leute, um ihn zu diven, 2 Leute, um ihn so zu catchen und ihn auch wirklich zu töten. Und derzeit holst du dir einfach was anderes bei Misfits. Also es würde sich nicht lohnen, hier noch weiter jetzt auf den Mundo einzuschlagen. Weil du hast eben jetzt schon die T1 zum Reihe. Jetzt versucht man ja allerdings Sandkax zu bekommen. Der 4 ist draußen, er hat auch keine Ultimate. Beziehungsweise er hat eine Ultimate, aber wurde halt gefeiert. Das war... gute Aktion auf jeden Fall von G2. Die Frage ist nur halt wieder... ja, Top-Lane wird reingepusht, Perks wird hier getowerdived. Ansama nimmt die komplett auseinander, er kann gerade nochmal davon flashen. Ansama muss in die Stopwatch, aber der Knock-Up sitzt hier auch nicht von Wanda. Jetzt wird er aber reingenockt und das war's für Ansama. Also gut gespielt von G2, bisschen zu spät geultet auf Seiten von Maxlaw, aber dafür bekommt man den Top-Lane-Turm. Also jetzt heißt es zurückziehen. Einfach nur zurückziehen. Ansama hat gerade misplayed und jetzt kommt noch die Ryze-Ulti dazu. Man geht für den Chase, Knock-Up trifft. Miki X wird hier auch noch verfolgt, man wird ihn auch bekommen, Alfari zieht dich einfach nur zurück, er will halt unbedingt, na, er ist halt auch schon zu tief drin, also er kommt da glaube ich nicht mehr raus, wird sein Leben auch noch geben und das war nicht gut von Misfits. Sie haben zwar einen Turm bekommen, aber so viele Kills an Ryze abzugeben. Ich glaube, Hansama hat sich gerade geärgert, er hat seine Ulti nach hinten geschmissen und sonst hätte er den Kill gerade bekommen und ich glaube, dann hat er gechased, dadurch ist das Ganze so entstanden, sonst hätte man sich zurückziehen können, Turm mitnehmen und man wäre sicher gewesen. Damit jetzt ein paar Kills auf Ryze und das tut ihm gut. Ja, Maxlaw ist jetzt halt itembetechnisch zwar vorne gewesen, aber hat natürlich das Problem, dass er farmtechnisch hinten ist. Aber er hat 4 Kills, also... ja, aber sich halt im 1 gegen 1 gerade nicht wirklich durchsetzen kann da eben gegen Notchen. Man sieht es hier halt auch, das war echt eine gute Aktion von Jankos. Solo killt er einfach den Melsahar, kann er halt auch machen. Setzt ihn 4 rauf, hat halt selber noch das Spell Shield, um sich zur Not vor der Ultimate zu schützen. Ja, jetzt sehen wir gleich nochmal die Ultimate von Hansama. Ich weiß nicht, warum er da hin wollte. Er hat hier den Burst und jetzt geht hier einfach komplett in die Walachei. Ja, also ja, die Ultimate weiß ich auch nicht. Ja, er wollte irgendjemand nach vorne. Ich denke, es war einfach ein Missklick. Und dadurch hast du jetzt diesen Teamfight. Sonst hättest du die Überzahl, also beziehungsweise hättest den Kill schon gehabt. Und immerhin kriegst du noch den Turm, das ist ein kleiner Wehmutstropfen. Aber es war trotzdem keine gute Aktion. Ja, gerade wegen den Shutdowns. Also du hast jetzt noch 5000 Gold vorne, nur noch in Anführungszeichen natürlich. Naja, aber G2... mit Ryze vielleicht nochmal eine Möglichkeit, aber ich sehe es gerade immer noch nicht. Also man wird noch so viel Zeit brauchen, um hier effektiv ins Game zurückzukommen. Du stehst mit dem Rücken zur Wand, das Halbfinalticket segelt gerade davon. Das Problem halt immer noch jetzt für Misfits ist, dass sie halt noch weiter nach vorne kommen wollen. Und ja, hier oben nimmt man den Mundo auseinander, der halt sofort flashen muss. Also da hat man immer schon einen Flash geforst. Du kommst raus und hast jetzt 3 Leute oben, während eben... andersreitig, 3 Leute unten sind. Das war genau das, was ich meinte, weil du engaged ihn und du brauchst so viele Ressourcen. Aber Sion kann das halt solo deffen, also... ja, die Minion Wave ist zu klein, aber jetzt gehst du für den Dive. Das ist halt auch noch da, Wave clear, TP kommt dazu. Aber du hast den Teleport passiert. Also, ich denke, es wird halt auch immer schlimmer werden. Also, wenn du... Mundo wird eben tankiger werden und es wird sich nicht mehr ausgehen. Ja, das ist halt der Grund, warum sie ihn hier auch die ganze Zeit angehen. Sie wollen ihn halt bestrafen, sein Early Game delayen, ihm damit halt auch die Möglichkeit nehmen, jetzt gegen Ryze vorzugehen, weil er hat seine Ultimate schon genutzt. Im Split-Push gegen ihn sieht er aktuell nicht gut aus, also Perks wird ihm da ein 1 gegen 1 auseinandernehmen. Aber man muss halt aufpassen, ja. Hier jetzt wieder Misfits mit der weiteren Rotation, nimmt sich hier auch noch den Tier-2-Turm in der Midlane. Ja, die Poppy Ult schmeißt einfach 2 Leute zurück in die Base, dadurch kriegst du den Turm. Du kannst dich dagegen nicht wehren und Maxlaw macht gerade ein Sahnespiel. Also er hier in dem Spiel für mich bisher MVP. Ja, definitiv. Also Maxlaw hat hier wirklich massiv dazu beigetragen, auch Ansama. Wobei Ansama sich da echt den einen oder anderen Fehler dann erlaubt hat. Ja. Man muss aber schauen, er hat hier 4 Kills und diese 4 Kills sind ein bisschen ungünstig auf ihm. Also die Goldverteilung nicht perfekt. Ansama hat zwar Gold, aber der Malsahar, der eben wird brauchen, hat hier... das hier einfach weiter. Ja genau, man wird hier Teamgold natürlich generieren. Das ist der nächste T2-Turm. Damit hast du jetzt alle Türme außerhalb der Base eingerissen. Ja. Und das, bevor der Baron überhaupt da ist. Normalerweise brauchst du dafür nämlich den Baron. Und dafür holst du dir jetzt eine Krabbe. Aber Krabbe gegen T2-Turm? Ich weiß ja nicht. Gut, sie hätten sie halt auch wirklich nicht verteidigen können. Ihre größte Hoffnung ist halt irgendwie, dass Perks das im Teamfight nochmal carried oder dass sie halt noch mehr Catches über Jankos landen. Ah, aber das Problem aktuell ist halt einfach, Misfits groupt immer gut. Wenn Poppy dabei ist, kann ja Jankos da nicht wirklich reingehen. Das heißt, er muss für so eine Catches wie vorhin auf dem Melsahar gehen. Und wenn ihm keiner diese Möglichkeit gibt, ja, ist es hier halt echt schwierig für ihn.
objective-technisch halt auch alles verloren. Was auch die Sicht betrifft, haben sie gerade keine Kontrolle. Und das ist halt richtig, richtig schlimm für einen Nocturne, weil er halt nie sieht, wo er eigentlich hin möchte, was den gegnerischen Jungle oder seinen eigenen Jungle angeht. Ja, und Hanzama hat auch gleich wieder Flash up. Damit kann er sich auch wieder besser positionieren, wenn es mal nötig sein sollte. Und das ist eine starke Phase von Misfits jetzt wieder. Die sollten jetzt am Drücker sein, sollten vor allem in der Lage sein, diesen Baron jetzt zu baiten konstant und dann daraus was zu machen. Oder lassen es, weil sie brauchen ihn nicht mal zwingend. Im Endeffekt ist das immer ein Endrisiko, gerade zu dieser Spielzeit, wo du selber noch nicht so stark bist, weil die einfach noch die Items fehlen, diesen Baron schnell zu machen. Ja. Also mal schauen, wie sie weitergehen werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie einfach jetzt einen Inhib nehmen. Ja, also sie werden ihn vermutlich nicht bekommen. Das wird hier noch einiges dauern. Ich denke, das Spiel zieht sich jetzt erstmal wieder so ein bisschen in die Länge. Man wird die ganze Zeit versuchen reinzupushen und einfach auf den Fehler von G2 warten. Und bisher haben sie davon einige angeboten, beziehungsweise war einfach so stark gespielt von Misfits. Ja. Also, wer rechnet mit einem Level 2 Dive auf der Botlane? Jetzt wird Janin hier angegangen, da kommt aber die Ultimate auf Senkax, die wird geblockt vom Spellsheet. Die Frage ist, kann Janin das nochmal überleben? Das Gift ist raus. Wanda bekommt aber ebenfalls den Kill auf Senkax und hier wird Jankos angegangen. Der kann gerade nochmal flashen, aber Maxdor geht hinterher, bekommt den Kill und damit der 2-1 Trade. Wieder nicht so gut gelaufen für G2. Haben zwar Senkox bekommen, aber im Gegenzug halt den Jungler und Janin getradet. Damit fehlt ihnen halt jetzt massiver Schaden und vor allem der Smite. Und ja, man sieht's. Das ist halt genau der Fehler, auf den Misfits gewartet hat. Jetzt gehen sie den Baron an, den werden Wanda sie mitnehmen. Wanda hat erst gleich ein paar Sekunden Teleport zur Verfügung. Ich glaube, du kannst ihn nicht verteidigen. Das du wirst bitte versuchen zu pushen, einen Turm zu nehmen, vielleicht eine Wave zu nehmen. Aber du hast auf der Topside eine Wave und die sollst du rausnehmen. Ja. Weil wenn da jemand mit Baron rankommt, ouch. Also du wirst, denke ich... Den kann Misfits sich jetzt einfach mitnehmen. Ja, Braum geht schon direkt zu der Wave, um sie zu nutzen. Nee, er portet sich doch weg. Also, du willst erst resetten, dein Goldlied benutzen. Ja, kann man hier bricht nochmal ab. Ja, ich glaube, du nimmst dir ja noch ein paar Camps mit. Ja. Aber es sind jetzt sagenumwobene 9000 Gold. Ja, hier sehen wir nochmal diesen Catch halt in der Mitte. Jankos. Keine Chance. Also es war clean gespielt mal wieder. Du verlierst einen, aber das kannst du dir erlauben, weil zwei Leute zu verlieren auf der Seite von G2 tut einfach so weh. Du kannst nichts gehen und der nächste Drache ist auch noch ein Infernal. Ja. Also ich sehe, also ich, wirklich, ich sehe gerade keine Möglichkeit mehr. Ich will G2 hier nicht rausreden, es noch zu versuchen, aber das Scaling passt vielleicht noch. Trotzdem, wie willst du Mundo töten? Also Varus, Ryze, ja, aber es gefällt mir nicht ganz so gut. Mundo könnte später durchgehen. Dazu hast du den Draven. Naja, man baitet jetzt ihn nochmal. Will eine Trappen, aber wird gesehen. Das heißt, wir machen gerade zu nicht und das eine Auto-Attack von Draven gegen den Alistar. Ja. Ja, in der Mitte aber wieder der Dive-Versuch von Jankos. Der wird allerdings geultet. Kann das Ganze nochmal im 1 gegen 2. Der Tower-Shot wird, glaube ich, noch nicht. Okay. Der war tatsächlich nicht mehr in Range. Und das Ganze noch super gut gespielt von Jankos. Ja. Also aber Respekt an ihn, aber das Problem ist halt, dafür verlieren sie wieder den Inhib. Also dafür wird dir jetzt die Base eingerissen. Ja. Inhib verlierst du auf der Botzeit, das ist doppelt unangenehm. Und du wirst jetzt zum Infernal hochrotiert oder sogar weiter pushen. Aber das wäre normalerweise zu riskant. Also wirst du jetzt zurückziehen, aber jetzt wirst du engaged vielleicht. Alistar wartet da. Wanda. Das trauen sie sich trauen nicht. Sie nicht. Ist auch die sichere Variante. Du kannst wenig machen. Ja. Andererseits... Was willst du auf der Seite von G2 machen? Misfits macht keine Fehler. Also entweder gehst du ein Risiko oder... Ja, es ist so der schleichende Tod. Also Misfits gerade wirklich stark. Ja. Die haben ja einfach super früh die Kontrolle an sich gerissen und kontrollieren seit diesem auch das Spiel. Sie haben zwischendurch so ein paar Fehler sich erlaubt, aber sie waren halt nicht schwerwiegend genug. Der Drache wird sie gar nicht mehr mitgenommen. Du gehst jetzt hier für die mit. Wozu auch. Sie wollen halt einfach so viel Nutzen wie möglich aus diesem Baron herausbekommen, weil sie wissen halt auch, im Late Game kann es trotzdem noch unangenehm werden. Ja, dann richtig guter Engage diesmal von G2. Frage ist, reicht das aus? Bisher sieht es nicht gut aus wie Misfits. Und G2 turnt das Ganze nochmal an Inhib. Da war man zu aggressiv. Ryze Ultimate kommt raus und da wird jetzt auch Mundo fallen. Also das war eine richtig, richtig schlechte Aktion von Misfits und ein super guter Engage von G2. Ja, also ein Saiyan Q reicht da aus. Das wird er nicht schaffen. Man ist auf dem Weg zum Infernal. Oder pusht man? Das ist die Frage. Warded geht zum Drake. Nee, den wird Senkax auch nicht mehr bekommen. Der muss eher sogar noch aufpassen, dass er hier nicht auch noch auseinandergenommen wird. Und Jankos nimmt den mit. Während man jetzt die Mitte durchpusht, du hast
nicht mehr allzu viel Zeit, 10 Sekunden, das heißt, den ersten Turm bekommst du. Ja, also es bringt dir noch nicht so viel, es hat sich natürlich jetzt im Game gehalten, dadurch, dass du den zweiten Nimb verteidigen konntest, aber es sind halt immer noch 6.500 Gold, wenn ich das richtig sehe, insofern wird das noch eine Mammutaufgabe, aber trotzdem, also im Late Game hast du natürlich eine Option mit Ryze, mit Varus, hier schon eher was zu machen. Wir sehen uns nochmal das Replay und das war ein bärenstarker Engage hier von G2. Es war einfach so ein guter Q von Zion, man hat doch zu krass geklummt. Ja. Für Alistar ist das natürlich das Traumszenario, er denkt sich, oh, Alfari läuft auch noch rein, 4 Leute, Maxlow auch zu spät mit dem WE, also das ist halt auch nochmal ein richtig großer Fehler gewesen und ja. Dann, wenn man, vor allem wenn man so geklumpt steht, ist halt auch für Perks das Leichteste, da einfach einen Spell nach dem anderen reinzufeuern und Mundo hat halt keine Möglichkeit, da noch rauszukommen. Die Meiser-TP-Teleport war an der Stelle auch. Ja, jetzt sucht man hier Jankos, ah, schafft man nicht. Also man hat seinen Schaden nicht rausbekommen. Wir sehen es, Hans nochmal 500 Gold, er war quasi Dauer-CC'd. Ja, war ja auch, das war eigentlich nur ein richtig einseitiger Teamfight. Genau. War einfach CC-Chain hinter CC-Chain und da war nichts zu machen. Davon brauchst G2 jetzt aber noch 1-2, um hier wirklich zurückzukommen. Hier technisch sind sie natürlich jetzt wieder weiter vorne. Aber man muss jetzt auch aufpassen auf Seiten von Misfits. Noch so eine Aktion, weil man wieder zu geklumpt steht und auch zu viel committed und du verlierst das Spiel. Also hier oben sehen wir jetzt auch schon, Perks hat halt so einen guten Wave Clear. Vadi bekommt da erstmal eine Klatsche von Hansama und richtig viel Schaden. Jetzt geht's Hansama tot, der wird wieder auseinandergenommen. Wow. G2 spielt das so gut. Was ist das? Jetzt kommt die Ultimate von Ryze, nimmt wieder 5 Leute mit. Mickey X wird hier schon wieder auseinandergenommen. Und ja, Misfits sieht einfach so aus, als ob sie das hier beenden wollen, aber sie können es nicht. Das nächste Ass hier einfach für G2. Krass, du hast... Oh, Misfits, was macht die denn? Und jetzt sind es nur 4000 Gold und das ist nicht mehr ganz so viel. Und der Ryze-Schaden gerade, wir haben es gesehen, eine Spell-Rotation und Varus, sag ich schon. Man stand da drin, kriegt den Schaden und Hansama platzt da fast. Dann kommt die Nocturne mit und das ja, war's. Ja, man bekommt ja auch... Also Perks ist halt mittlerweile so ein Biest. Trifft da ein Skill schon nur von Zama und des Half-Life. Und dann ist natürlich kein Problem mehr hier für Jankos, einfach auf ihn raufzugehen. Ultet ihn weg. Die Ryze-Ulti nutzt man hier wieder für den Chase, holt sich Mickey noch ab. Also, da kannst du wenig machen. Man kloppt hier noch ein bisschen auf Alfari rum. Und das war dann das Ace. Man hat noch recht wenig Türme bekommen, also steht 3-7 Türme. Die Base ist natürlich offen. Man muss natürlich auch sagen, ein verlorener Teamfight jetzt bei G2 und das war's. Aber sie kämpfen sich eben zurück. Und in einer Minute ist wieder Baron ab. Die Frage ist nur, du hattest gerade gute Spots für die Fights. Das heißt, man hatte den Verteidigungsmodus an und um in die Base einen anderen Turm einzureißen, zum Inhib zu kommen, musst du normalerweise auch gelungen oder du splittest eben. Ne? Man hat sich für die Teamfight-Variante entschieden, das hat man zweimal verloren, jetzt muss man es anders versuchen. Beziehungsweise G2 bekommt jetzt nicht mehr diesen Spot, weil sie jetzt selber aggressiv gerade gehen und der Baron auch gleich wieder ab ist. Und wenn Baron nochmal an Misfits gehen sollte, ist die Ausgangslage nochmal eine ganz andere. Dann kannst du eine 1-3-1 oder ein 4-1 spielen, wie es dir beliebt. Also das Problem für Misfits ist halt, dass sie immer wieder richtig... Also ja, das ist die nächste Aktion. Werden hier wieder gecatcht, jetzt müssen sie wieder aufpassen. Gute Pop-Ultimate nimmt da halt einen raus. Die Frage ist nur, wie viel trifft Perks? Dann schau dir das an! Alfari ist hier gerade nichts. Jetzt zieht er die Ultimate. Perks kommt aber immer wieder ran, macht super viel Schaden. Hier wieder der Damage. Jetzt versucht Misfits das Ganze zu turnen. Die Tour da zu aggressiv. Ansam hat freie Bahn. Kann eine Axt nach der anderen reinwerfen. Alfari versucht zu tanken. Bekommt aber mega viel Schaden. Muss aufpassen. Misfits Flash hinterher. Kommt irgendwie noch ran. Frage ist, kommt Perks da nochmal weg? Man hat hier auf jeden Fall schon einen Wickel. Richtig guter Engage nochmal von Maxlor, der hier Perks rausnimmt. Jetzt fehlt der Schaden. Ansama wird versuchen, Jankos da nochmal zu catchen. Frage ist, ja, reicht die Auto-Attack-Range? Das reicht. Ja, nur er ist im GA. Wie viel Schaden kann Ansama jetzt machen? Es reicht aus. Und jetzt hast du ein 3 gegen 1, hast 10 Sekunden noch auf Alistar, aber die Carries, ja, die jetzt kommen erst halt nicht, glaube ich sogar. Ja, du hast noch keinen Baron, du hast aber eine große Wave mit einem Superman. Ansama hat so viel Schaden und wie will ich ahnen, dass alleine Deffen, die Deffen kommt sind jetzt zu hoch. Dazu, das heißt, du hast ein bisschen Backup. Du kannst es nicht, also ich denke, man kann es noch verteidigen. Ja, glaube ich nicht. Oh, der erste Turm ist den Schaden an. Wie wollen die das denn verteidigen? Ja, wenn Vadid jetzt hier reingeht, wird er auseinandergenommen. Also das war vermutlich das Spiel. Vadid versucht jetzt reinzugehen hier auf Senkax. Aber Ansama nimmt nochmal alle auseinander. Da kommt das TP. Das war dieses Spiel. Hier vermutlich für Misfits. Sie versuchen halt mit allen Mitteln das noch irgendwie zu verteidigen. Aber Misfits gewinnt das Ganze mit 3-0.
Nach zwei wirklich, wirklich unschönen Teamfights konnten sie den letzten nochmal für sich entscheiden und haben damit dann auch das Spiel für sich entschieden. Also, Gratulation an Misfits. Die sind safe in Madrid damit. Haben das Ganze mit 3:0 für sich entscheiden können nach zwei sehr, sehr soliden Games und einem, ja, dritten auch, ja, soliden Game. Das Ganze wird natürlich nochmal zusammengefasst und erklärt von unserer lieben Analyse-Ecke. Wenn hier zwischendurch noch ein Interview kommt, nur nochmal als Info für euch, werden wir dann einmal kurz rüberschalten und uns das Interview anschauen. Aber ansonsten verabschiede ich mich erstmal, wünsche euch viel Spaß mit Jayla und Kernus und ja, schönen Samstag noch. Da draußen, was für eine unglaubliche Begegnung und was für ein typisches Anime-Comeback von Misfits. Also hallo zurück und das war insane. Also ein 3-0 und das letzte Game sah ja komplett nach einem Stomp lange Zeit aus. Man konnte sich nochmal versuchen zurückzukämpfen, aber im Endeffekt hat man ein Teamfight verloren und dann war es dann doch wieder. Und es war einfach erste Sahne zu sehen, wie Hans Sommer seinen Draven ausgepackt hat und einfach nur zusammen mit der Poppy und dem Alistair rasiert hat. Also man muss sagen, Dravens Hans Sommer ist ja schon ein bisschen legendär, weil er ihn halt immer wieder auspackt. Und ihn heute wieder zu sehen, du hast eine 2-0-Führung. Das heißt, du kannst für so ein Play gehen, du hast nichts zu verlieren, du kannst es einfach mal austesten. Und dann die Poppy im Jungle, also Maxdor heute, insane Performance. Gerade im letzten Spiel davor hätte ich noch gesagt, ja, Alfari hat da sehr solide gespielt, aber gerade im letzten Game, alter Schwede. Also das war eine Leistung gerade von Max. Und diese Synchronisation mit der Botlane und Alfari musste ein bisschen darunter leiden, aber es ging halt auch. Du hattest einen Tank, der braucht nicht so viele Ressourcen. Du hast ein bisschen was verloren auf der Topside, aber es ist halt nicht wichtig. Und wie das zustande kam und vor allem, wie unglaublich verrückt das war, das gucken wir uns nochmal an. So, wir sehen die Szene, wir sind in der Ausgangssituation auf der Botlane. Und jetzt geht's ja halt direkt weiter. Also wir sehen, es ist ein 3 gegen 3 und man engaged hier mit der Poppy direkt. Und jetzt ist mal ein bisschen gesund, der Braum ist ja auch ein bisschen, ja, low schon, aber der Alistair eben auch. Du bist auf Low Level und jetzt bestraft man das eiskalt. Die Poppy bekommt hier den Kill, damit hast du die Überzahlsituation und es reicht dir. Also es reicht dir, um was Geschicktes draus zu machen. Janen kann da auch nichts mehr dran reißen. Also man sieht jetzt auch Nocturne, der geht hier wieder raus, sieht hier keine Chance mehr, was zu reißen. Und demzufolge ist es einfach so, dass wir jetzt uns das Play nochmal anschauen. Du bist jetzt alleine gegen 3. Nocturne will hier helfen, aber du kannst nichts machen. Also du wirst hier rausgesund, gnadenlos. Und jetzt engaged Poppy das Ganze nochmal hier. Trifft ihre Kombination, Hans Sommer geht ran und dann kriegst du den nächsten Kill auf Draven und das war einer der Knackpunkte, weil dann der Draven richtig ins Rollen kam und einfach durchsnowballt. Richtig, richtig. Und das haben sie ja ein, zwei, dreimal, glaube ich, gemacht auf der Botlane und es hat jedes Mal funktioniert und es war einfach mit dem Gold unglaublich. Was halt für doppelt wehtut, was wir hier auch noch sehen, danach hast du nicht mehr so viel bekommen, aber du zonst die Leute weg, also du bekommst nicht mehr die CS, nicht mehr die Erfahrung, der Tower frisst Schaden und du kannst dagegen halt ungelogen nichts machen. Richtig. Ja, richtig. jetzt hatte ich gerade einen kleinen Patzhänger. Wie geht's dir denn so? Mir geht's bestens. Also, es ist ein sehr kurzer Tag für uns heute gewesen, das ist ein bisschen schade. Ich habe mich eigentlich auf eine spannende Partie gefreut. Jetzt spannend war's. Es war spannend. Es war mega unterhaltsam. Das ist keine Frage. Wir haben was geboten bekommen. Jetzt gerade im letzten Spiel mit dem Draven. Ich bin gehypt. Vor allem aufs Halbfinale gegen Fnatic. Die bekommen da einen ordentlichen Gegner. Also das wird nochmal eine ganz andere Nummer. Für die, die vorhin zum Beispiel nicht auf der Premium-Tour zugeguckt haben, auf unserem anderen Kanal, heute hat ESG gewonnen mit 3:0. Wer hätte es gedacht? Was muss man dazu sagen? SK Gaming ist auch ein sehr, sehr starkes Team. Bin ich ganz ehrlich. Und ich mag auch beide Teams, beide sehr sympathische Teams. Ja. Und also ESG hat sich's mal wieder verdient. Ja, die haben damit ziemlich alle Titel abgeräumt, die man so bisher abräumen konnte. 5 von 5 Titeln. Nur Xio hat also in dem No Way ein bisschen was abgeräumt, abgeluchst, aber ganz ehrlich, Xio hat eine total solide Saison gespielt. Er hat sich das auch wirklich verdient. Dass man am Ende keinen Titel eingeheimst hat mit seinem Team, ist ein bisschen schade für ihn gelaufen, aber ESG in den diesen Offline-Events einfach zu gut. Ja, die haben irgendwie anscheinend die Erfahrung, wirklich auf der Bühne zu stehen oder sonstiges. Die anderen Teams auch, aber wahrscheinlich, keine Ahnung, sind sie jetzt einfach, das Lampenfieber ist weg und die denken sich, wir machen, was wir wollen. Du hast so viel Erfahrung im Team, also unglaublich, was ESG dieses Jahr liefert. Wir gehen jetzt einmal rein ins Interview. Misfits.
I thought it was more like close, like your future, because I know that G2 is a really strong team, but I'm really surprised now that we made 3-0. And it reminds me from the last summer split, we are coming from the other underdogs, but then just 3-1 or 3-0, I don't know, you all, and it seemed like the same feeling as now, yeah. Senkux, how was it so one-sided today? What specifically allowed you to take all three wins? I think we had a good plan coming into the game, and I think G2 did not play maybe at their best today either, and it really hurt them a bit. But I think we played a good game today, better than we played for a few weeks, because obviously the 2-7 second half of the split might not be too optimal. Dude, you got more wins today than in the last four and a half weeks of the split. We don't talk about it. Hansoma, Senkux, let's start Hansoma. How did your training change? You know, because you look like a different team from last week. Did it change? Maybe it didn't. It changed. I would say maybe the biggest thing is not really, for me, not focusing too much about the book. Just playing like as if trusting my instinct in game and less playing by the book. Well, definitely worked out. Playing by the book, game one, you guys definitely did that. Very clean, very, very succinct. Game three, the Draven, you lock in for Hansoma. Senkux, did you believe it was going to work? Because it did not work the last time it was pulled out in a high-stakes scenario. Who doesn't believe in Hansoma Draven? Touche, touche, I'll accept that. Okay, let's talk one more question about the matchup before we step back a little bit. Player of the game, Senkux, the nominations were Alfari, Maxlaw, and Hansoma. Hansoma's not allowed to vote. He just said him. Who would you vote for? That's a tough one, but I mean, Barney or Alfari did play two Cho'Gath games, and he did solo kill on the Cho'Gath. I mean, you played Draven, but I think Barney can get it today. We make Barney happy today. What? Why? You get it as well when we come home. There is a huge audience here actually sitting and watching the game and watching the interview. Senkux, you know, what do you say when you see all of the support? There's a Hansoma sign. It actually says, have my babies. I shouldn't say that. But, you know, when you've got all the support here, how does it feel, Senkux? I mean, it's nice. I got some of my family today as well, so that's nice. I mean, it's always lovely to have support, I think, in Misfits in general ever since I joined. Maybe personally, I did not have the best support because I had a bit of an off split last split. But in general, the team always gets supported and we always have great fans. So thank you to everyone. Well, there we go. Thank you so much for the support here, guys. Hansoma, you're now guaranteed to play in Madrid. You will either play in the winner's match or in the third place match. Is that something that plays on your mind, or are you just looking at Fnatic and going, oh, psh, that's Fnatic in the semifinals? Whoever I'm facing, like, I don't really care much about like any team like Fnatic. I just want to play the core game in my way, and I will feel satisfied. And of course, going to Madrid is really big for me. I haven't been to Spain since a long time, since I was a kid, so it's good to travel there too. Very nice. Tickets still available if you want to come join. All right, very last question, Senkux. I don't know if you're aware of this information. Because you guys eliminated G2, you have now guaranteed Fnatic will appear at Worlds. They'll either win Summer or they'll go on championship points. You have also guaranteed that G2 Esports, for the first time ever, will play in the regional qualifier. Knowing that you have personally had such a big impact on the two most successful EULCS organizations ever, what does that mean to you? I mean, this win kind of means more for me, I think, maybe Mickey as well, because last year, if everybody remembers the Spice series, it was really close, and I feel like we had that one in the back, but we kind of threw it away. But obviously, it sucks because Wonder is on G2 now, and I would like to see him go far as well. He's a good friend, so I mean, I'm not too happy about beating them, but had to be done. Congratulations again, gentlemen. We'll see you next week for the semifinal against Fnatic. We're going to head over to post-game lobby. Sharks, take it away. Ja, damit sehen wir mich nochmal kurz, weil ich natürlich das Headset auf habe, dementsprechend das Interview gesehen habe. Nochmal kurze Zusammenfassung für euch. Sie haben halt so ein bisschen darüber geredet, was für einen Impact der Sieg jetzt hatte. Vor allen Dingen halt dafür, also für Fnatic. Fnatic ist jetzt safe auf den Worlds, egal ob sie
die nächsten Spiele noch gewinnen. Als nächstes werden sie gegen Misfits spielen. Da hat man auch Hans Sammer dann gefragt, ob er sich schon besonders vorbereitet auf Fnatic, und er hat gesagt, dass er seinen Spielstil gar nicht von dem Team abhängig macht, gegen das sie spielen, sondern er einfach sein Spiel runterspielt. Und dann haben sie noch so ein kleines bisschen darüber gescherzt, dass sie ja jetzt heute, am heutigen Tag, mehr Spiele gewonnen haben als in den letzten 4,5 Wochen, weil halt G2 Misfits natürlich aus so einer langen Losing-Streak rauskam. Und ja, insgesamt scheinen die ganz confident. Sie müssen sich auch noch ein bisschen darüber unterhalten, wen sie halt als MVP sehen. Und da haben sie Alfari halt genannt, wobei man halt auch echt sagen muss, Alfari hat heute auf 2GAF die ersten beiden Games, ja, schon eine wirklich, wirklich solide Leistung gezeigt. Also ähnlich wie ihr auch im Twitch-Chat, habe ich ja gesehen. Ihr wart da auch bei Alfari. Würde ich mich anschließen. Er hat wirklich gut gespielt. Im dritten Game war es dann eher der Jungler. Und ja, das war es dann auch erstmal wieder von meiner Seite. Ich gebe euch nochmal für ein paar letzte Worte zurück in die Analyse-Ecke. Und ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Hallo, jetzt aber. Eigentlich wollte Hans Sammer sich selber wählen, aber das darf er natürlich nicht. Blöd gelaufen. Ja, ich finde, Hans Sammer ist generell eine so liebenswürdige Persönlichkeit. Ja. Also er ist witzig. Ich finde ihn ultra witzig einfach nur. Misfits generell ein sympathisches Team, finde ich. Richtig. Genau. Das war das Wochenende mit uns. Danke auf jeden Fall an dich und auch an Marvin, dass ich mit euch hier das Wochenende stehen durfte, gestern wie auch heute. Und ich werde mich jetzt an der Stelle verabschieden. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, haltet die Ohren steif, guckt auf Summoners in Live immer alle Videos an und jeden Livestream. Und wir sehen uns. Bis dann. Bis bald, Leute. Haltet die Ohren steif. Macht das wunderbar. Was ist denn da los?